die Begegnung mit Christian, wo er mich angesprochen hatte, ob ich Lust hätte, mal das zu machen. Ich war etwas verwirrt am Anfang, irgendwie, weil ich nicht genau wusste, was das ist. Und dann haben wir uns so auseinandergesetzt und so oft getroffen, dass er mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, bei der nächsten Ausgabe dann mit dabei zu sein. Und das ginge dann nur so etwas, wo er etwas über mich schreiben möchte. Und dann habe ich dem zugestimmt. Da hat er mir noch angeboten, aber wenn wir das machen, soll es auch die Titelseite sein. Und ich sage, können wir auch machen. Aber wenn du die andere Dame da mit reinbringst, möchte ich gerne, dass es geteilt wird. Das ist noch so ein altes Element, was Berlin betrifft. Und jetzt sind wir alle so zusammen. Mode auch mehr als nur Kleidung. Für mich ist Mode der Zeitgeist der Welt. Einfach alle Themen auf und das Gefühl einer Gesellschaft als Kleidung wiedergespiegelt sozusagen. Der Christian hat mich angesprochen und da wollte einfach mal einen bunten Tupfer da drin haben, weil ich halt mittlerweile im Wintergarten bei der Vernunft im Zippy Shows mache. Und die hat davon halt einer gesehen und ich fand die ganz spannend und dachte mir, den musst du mal interviewen, den Menschen, der dahinter steht. Und weil es mir einfach viel zu früh war, stehe ich halt einfach mal ohne Maske hier. Wieder. Ja, ich bin in der nächsten Ausgabe drin. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, was für ein Feedback kommt. Ich möchte was anderes machen. Ich möchte die Menschen unterhalten, ich möchte meine Fotografie überall zeigen. Ich bin da sehr mitteilungsbedürftig und ich finde, Zeitschrift muss unterhalten. Da darf keine Politik, keine Religion, keine Wirtschaft. Die Leute, wenn irgendwo sitzen, sollen einfach schöne Fotos gucken und kurze Texte lesen. Und die Nachfrage wird immer größer, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Christian. Der Fotograf von eurem Heft, der hat ja auch bei mir schön fotografiert, wunderbar das Museum fotografiert und er hat ein großartiges Foto von mir gemacht, was auch in meinem Buch drin ist. Also echt, er kann was. Ja, ich freue mich auch. Ich bin ganz erstaunt, wie viele Leute hier sind, um diese Uhrzeit wohlgemerkt. Sensationell. Natürlich, vor allem kenne ich den Christian. Ich war ja in seiner Zeitschrift jetzt in der dritten Ausgabe auf der Titelseite auch und daher auch die Einladung. Aber natürlich locken mich diese ganzen tollen Sachen hier und du hast mich ja dabei ertappt, mich umzugucken. Genau. Wohl, vor allem fühle ich mich, als hätte ich wirklich Kunst an. Und ich fühle mich, obwohl es Leder ist, fühle ich mich auch sehr frei in dem Kleid. Fühlt sich einfach toll an.